Herr Abgeordneter, was verbirgt sich hinter der sogenannten Spinelli-Gruppe? Das ist eine Gruppe von Abgeordneten, die sich im Europäischen Parlament gebildet hat, die sich bezeichnenderweise nach einem italienischen Altkommunisten benannt hat, der einmal EU-Abgeordneter war, Altiero Spinelli, nach dem ist sogar ein Gebäude in Brüssel benannt. Und in dieser Spinelli-Gruppe sind lauter Abgeordnete zusammengefasst, die eine Erklärung unterschreiben, dass sie auf jeden Fall dann, wenn eine Entscheidung ansteht, ob eine EU-Regelung kommt oder gegen das nationale Recht gestimmt werden muss, jedenfalls für die EU-Regelung und damit gegen den eigenen Staat stimmen. Das ist wirklich ungeheuerlich, dass es hier Abgeordnete gibt, die sich jetzt auch wieder im EU-Wahlkampf bewerben und die von vornherein erklärt haben, dass sie auf jeden Fall gegen das eigene Land stimmen werden. Da gehört etwa der Herr Karas dazu, Ottmar Karas hat das mit unterschrieben, da gehört die Frau Lunacek dazu, da gehört die Frau Wertmann dazu, es gibt auch eine ehemalige Abgeordnete, die aber nicht mehr kandidieren, aber die bis hin zum Herrn Svoboda, die schriftlich erklärt haben, gegen das eigene Land zu stimmen und für die Europäische Union. Aber die Wählerstimmen, die wollen es aus dem eigenen Land haben und die Steuergelder auch. Und das ist das Ungeheuerliche. Man muss also, das ist am Rande des Hochverrates im Grunde und das muss man den Wählern auch, glaube ich, vorher sagen. Auf der Homepage der Spinelli-Gruppe heißt es, es geht um ein höheres europäisches Interesse. Warum spielt man die Interessen Europas gegen die Interessen der Länder aus? Weil es um Macht geht. Die Europäische Union kann nur Macht weiter agglomerieren und akkumulieren, wenn es gegen die Mitgliedsländer geht. Und diese Abgeordneten, ich wiederhole es nochmal, Ottmar Karas, Angelika Wertmann und Ulrike Lunacek haben schriftlich erklärt, dass sie auf jeden Fall für EU-Angelegenheiten stimmen wollen und gegen das eigene Land. Und damit weiß der Wähler, dass wenn er diese Leute wählt, er in Wirklichkeit U-Boote gewählt hat, die gegen seine eigenen Interessen stimmen werden. Wie kommt es, dass diese Abgeordneten in Brüssel ein EU-Manifest gegen ihre Länder unterschreiben, aber hier zu Hause weiß das niemand? Weil man das bisher sehr vertraulich gehandhabt hat. Das ist ja erst durch mich publik gemacht worden. Es gab ja auch eine Abgeordnete, die in einer Live-Sendung das sogar noch abgestritten hat, bis sie hier dann die Liste vorgehalten hat. Dann hat sie es dann zugegeben. Das heißt also, das ist unglaublich peinlich. Und ich glaube auch, dass der Wähler vor der Wahl wissen sollte, welche U-Boote sich hier um Mandate bewerben. Wenn der Wähler solche U-Boote dann unterstützt, dann darf er sie danach nicht beklagen, wenn die das Gegenteil von dem machen, was er sich von ihnen erwartet. Könnte man auch rechtliche Schritte gegen die Spinelli-Gruppe einleiten, wenn sie sich doch zu einem Landesverrat bekennt? Leider nein, weil die Fiktion in der Politik besteht, dass sozusagen EU-Angelegenheit automatisch auch Angelegenheit der Mitgliedstaaten sei. Daher rechtlich ist da nichts zu erwarten und außerdem von unseren Staatsanwälten überwarten wir da überhaupt nichts, sondern der Politiker muss politisch das Ganze bewerten. Das heißt, dem Wähler sagen, lieber Wähler, wenn du diese Leute wählst, wählst du Repräsentanten, die versprechen und schriftlich erklären, dass sie auf jeden Fall gegen dich stimmen und auf jeden Fall für die Oligarchen in der Europäischen Union eintreten. Ein zentrales Anliegen der Spinelli-Gruppe ist die Einrichtung einer gemeinsamen EU-Armee unter Abschaffung der nationalen Armeen. Wozu braucht ein Friedensprojekt eine Armee? Das ist eine zentrale Frage. Wozu braucht die Europäische Union überhaupt eine Armee? Wozu braucht die Europäische Union eine Spezialeinheit namens Eurocentfor, die als Spezialeinheit in Vicenza stationiert ist und gegen die eigenen Bürger eingesetzt werden kann, jederzeit, wenn EU-Institutionen durch Aufstände bedroht sind. Wozu braucht die Europäische Union das alles, wenn das angeblich also ein großes Friedensprojekt ist? Wozu braucht es dann einen eigenen Verteidigungskommissar? Man muss sich vorstellen, dass der Ottmar Karas im Herbst des vergangenen Jahres einen Verteidigungskommissar in der nächsten Kommission verlangt hat. Das heißt, einen eigenen europäischen Verteidigungsminister. Wozu brauche ich das alles, wenn das ein Friedensprojekt sein soll? Wenn die Europäische Union wirklich einen Sinn haben soll, dann braucht sie kein Militär, sondern braucht sie diplomatische Offensiven für Frieden. Und dann braucht man eben Diplomaten, die sich nicht in anderen Ländern einmischen und sich vor den amerikanischen Karren spannen lassen und gegen Russland hetzen, sondern muss man in Russland dann versuchen, einen Partner zu suchen und zu finden. Das heißt also, das alles ist sehr verräterisch und geht in die falsche Richtung. Und Karas und diese ganzen Leute, die hier auf der Spinelli-Gruppe diese Erklärung mit unterschrieben haben, die spielen hier mit. Es gibt aus der FPÖ eine Stellungnahme, dass eine eigene europäische Verteidigungspolitik notwendig sei, um ein Gegengewicht zu USA und NATO zu
gewährleisten. Damit will man nur kaschieren, dass auch die FPÖ einzelne dieser Berichte, die auf eine Militärunion abzielen, mitgetragen hat. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Während der Herr Strach in Österreich überall so tut, als ob er die Rechte Österreichs und die Selbstständigkeit Österreichs gegenüber der Europäischen Union verteidige, gehen sie her und spielen hintenherum mit, wie die Europäische Union hier zu einer Militärunion werden soll. Glauben Sie, dass man die Spinelli-Ziele noch verhindern kann? Das kann der Wähler verhindern, sonst niemand. Weil der Wähler die Leute, die so agieren, abstraft, dann kann er etwas verhindern. Wenn der Wähler das ignoriert oder wenn der Wähler das zulässt, dann ist das leider nicht mehr verhinderbar. Ich darf Altiero Spinelli kurz zitieren. Er sagte wörtlich, die europäische Revolution muss eine sozialistische Revolution sein. Wie kommt es, dass sich Abgeordnete aus angeblich konservativen Fraktionen einem sozialistischen Manifest anschließen? Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die ÖVP sich immer weiter nach links bewegt. Ich meine, jeder christlich-soziale oder christlich-demokratische Abgeordnete muss ja sofort einen Brechreiz kriegen, wenn er so einen Satz unterschreiben soll. Ottmar Karas hat damit offensichtlich keine Probleme. Dass Frau Lunacek keine Probleme damit hat, ist für mich nicht verwunderlich. Ja? Aber dass ÖVP-Abgeordnete so etwas unterschreiben, ist für mich einfach entsetzlich. Und das ist für mich ein weiterer Beleg, und das ist auch die Warnung an die ÖVP-Wähler, zu glauben, dass es sich bei der ÖVP um eine konservative Partei handelt. Die ÖVP ist längst in den linken Mainstream eingereiht. Ottmar Karas ist einer der herausragenden Apologeten dieses Wandels zu einer linksliberalen Partei. Und daher unterschreibt er so etwas und ist offensichtlich der Überzeugung, dass er da noch richtig handelt. Das ist eine Warnung an die Wähler, weshalb es auch wichtig ist, dass wir mit den Reformkonservativen, den wertkonservativen Wählern und den christlichen Wählern, die mit diesem linken, mit dieser linken Linkswende der ÖVP nicht mehr mitspielen wollen, dass wir denen ein Alternativangebot mit den Rekurs anbieten. Und bei der EU-Wahl am kommenden Sonntag ist ja schon die Möglichkeit gegeben, der ÖVP einen Denkzettel für diese Linkswende zu verpassen. Das Spinelli-Netzwerk fordert ein postnationales Europa. Was bedeutet das? Was heißt postnational? Das würde bedeuten, dass man die Nationen abschafft. Das heißt also, dass die Selbstständigkeit der Staaten verschwindet und dass dann ein europäischer Superstaat, ein einheitlicher europäischer Vereinheitlichungszentralstaat entsteht. Davon träumt ein Kommunist, das ist gar keine Frage. Dass Schwarze hier mitspielen, ist leider Tatsache. Herr Abgeordneter, ich danke Ihnen für diese Informationen und für das Gespräch. Danke sehr.